Ja, hallo, mein Name ist Peter Finger und dies war der Entertainer, ein Rag, ein Piano-Rag des Pianisten und Ragtime-Komponisten Scott Joplin, der um die Jahrhundertwende lebte und riesige Hits hatte, unter anderem mit seinem Maple Leaf Rag, der erste große Ragtime-Hit des Jahres 1899. Und wir wollen uns ein bisschen in den nächsten beiden Ausgaben des Players mit diesem Entertainer beschäftigen. Klavier-Rags sind nicht einfach, wenn man versucht, nah an der Klavierversion zu bleiben und das Ganze für Gitarre zu arrangieren. Es gibt unglaublich viele Tausende von sehr mittelmäßigen Arrangements, die ganz gut in der Hand liegen, die leicht zu spielen sind. Aber darum geht es nicht in diesem Workshop, sondern es geht darum, dass wir nah an der Klavierversion bleiben und das Klavier quasi aus der Gitarre heraushören. Da Klavierparts manchmal fürs Klavier sehr einfach sind, aber für Gitarre dann sehr schwierig sind, kommen wir schnell an unsere Grenzen. Und dieser Rag ist sicher nicht ganz einfach. Ich habe deswegen für alle, die bestimmte Teile nicht schaffen, Alternativversionen zu diesen einzelnen Stellen anzubieten, was wesentlich leichter ist, was dann nicht mehr ganz so nah am Klavier ist, aber viel leichter zu spielen ist. Und so kann jeder, glaube ich, etwas mit diesem Rag anfangen. Ich freue mich auf euch und hoffe, ihr seid dabei in der Ausgabe 4 2013 des Acoustic Player.